So, hi und hallo mal wieder. Ja, ich habe sie endlich bekommen aus dem Internet. Zwar mehr bezahlt, als wie draufsteht, aber ich wollte sie unbedingt haben und ein Unboxing davon machen. Das sind sie also. Die neuen Lego Tin-Dosen und zwar von Lego Ninjago Serie 2. Ja, da sind ja die ersten Tin-Dosen. Einmal die Dose A in Rot und die Dose B in Blau. Was ist der Unterschied? In Dose A sind 7 Booster und eine limitierte Karte. In Dose B, Blau, sind nur 5 Booster, eine limitierte Karte und eine Lego-Minifigur als limitierte Auflage. Naja, mit den Lego-limitierten Figuren wissen wir ja Bescheid. Aber nichtsdestotrotz geht es in diesem Video nur um die Dose A, also die rote. Also hier geht es jetzt wirklich nur um diese Dose. Und das ist sie jetzt nun, die A Lego Ninjago A Tin-Dose oder die rote. 7 Booster für 8 Euro. Wie gesagt, ich habe mehr bezahlt, weil ich sie unbedingt haben wollte mit Porto. Allerdings müsst ihr dann sofort beide kaufen, dann ist der Preis noch human. Und wo ihr die bestellen könnt, sicher und bequem, werde ich natürlich immer unter dem Video verlinken, wo ich sie jetzt bestellt habe. Wie gesagt, ist etwas teurer, aber ihr bekommt sie. Aber jetzt öffnen wir erstmal die Lego Ninjago Serie 2 Tin-Dose A oder die rote. Na, die ist aber jetzt feste. Ups. Ah, da springt uns gleich die limitierte Karte ins Auge. Richtig heftig, aber nichtsdestotrotz zeige ich euch gleich natürlich nochmal. Jetzt geht es um die 7 Booster. Also wird das Video etwas länger gehen, weil es sind mal wieder 7 Booster. Aber nichtsdestotrotz fangen wir natürlich sofort an. Und wie gesagt, wenn ihr die Tin-Dosen natürlich auch schon habt, auf jeden Fall kommentieren und posten, wie ihr sie findet, was ihr davon haltet und. Würde mich echt interessieren, wie viele da draußen sind und sie bekommen haben und dann natürlich auch schreiben, wo ihr sie bekommen habt. Bei euren Zeitschriftendealer oder auch im Netz bestellt. Weil wie gesagt, bei uns gab sie wirklich nirgendwo. Und ich wollte sie unbedingt haben, deswegen habe ich sie bestellt. Und ich finde, wenn man beide gleichzeitig bestellt, bei einem Anbieter kommt Porto zwar noch mit drauf, aber es lohnt sich. Es sind ja 2 limitierte Karten, eine Lego Minifigur, angeblich in limitierte Auflage, aber nichtsdestotrotz geht es ja auch um die Boosterkarten. Ich hoffe natürlich jetzt auch, dass meine Sammelmappe so langsam fertig ist oder vollständig, ganz wie ihr es sehen wollt. Das ist mal eine richtig schöne Karte. Die habe ich auch, glaube ich, noch nicht. Puzzlekarten dürfte ich alle vollständig haben. Und wie gesagt, postet oder kommentiert mir, wie ihr überhaupt die Serie findet, Lego Ninjago Serie 2. Würde mich auch interessieren, obwohl sehr viele von euch da draußen ja sind, die sie absolut sammeln und auch feiern. Aber es gibt ja da draußen immer noch welche, die die Videos ganz neu sehen, auch die natürlich alles kommentieren, wie ihr sie findet, was ihr davon haltet, ob ihr sie selber sammelt, ob ihr die Tin-Dosen schon habt, wie viele limitierte ihr habt,
wie viel euch in der Sammelmappe fehlt, ganz egal was, hier könnt ihr und hier sollt ihr alles schreiben, kommentieren, posten. Aber nichtsdestotrotz genießen wir jetzt noch weitere Boosterkarten aus den Boostern in der Tindose. Oh, eine Ultra. Ja. Mal wieder eine schöne Karte. Zwei Booster sind es ja noch. Dann waren alle 7 Booster aus der Tindose geöffnet. Und wie gesagt, die rote Tindose hat 7 Booster und eine limitierte. Ja, doch, sind einige Karten bei, die ich noch nicht habe. Das muss ich natürlich dazu sagen. Ja, ist eine schöne Karte. Ah, die ist zwar schön und witzig, aber ich glaube, ich habe sie schon ein paar Mal. So, und das ist sie nun leider schon. Die 7. und letzte Booster-Pack aus meiner Mini-Tin-Dose Lego Ninjago Serie 2A. Oder eben die rote Dose. Öffnen wir jetzt die letzte Booster-Tüte. Wie ihr jetzt mitgekriegt habt, war nur eine Ultrakarte dabei. Oh ne, da hinten glittert es nochmal. 2 in meine rote Tindose. Könnt ihr natürlich kommentieren oder schreiben, wie viel ihr drin hattet, wenn ihr euch auch die Dosen schon gegönnt habt. Oh, das ist eine schöne. Die habe ich auch wirklich noch nicht. Mal die andere nochmal schauen. Also, das sind meine beiden Ultras, die ich in meine Tindose hatte. Ah, doch, sind schöne Karten. Das war Tindose A in Rot. Diese limitierte Karte war dabei. Also, wie gesagt, schreibt mir alles unten in die Kommentare, wie ihr es findet, was ihr davon haltet, ob ihr sie selber habt. Ich versuche natürlich, unter ein Video zu verlinken, wo ich sie bestellt habe. Sicher und bequem. Günstig, naja, es ist teurer wie 8 Euro pro Dose. Ich habe sie gleich beide genommen, plus Porto. Ist dann natürlich dann etwas teurer, aber nichtsdestotrotz, ich wollte sie haben. Habe sie jetzt auch. Das war's mal wieder und sage wie immer, bis demnächst, guckt hin und schaut zu.